Ja, hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Civilization 5, dem wundervollen Abenteuer mit dem Reich von Spanien, mit dem wir hier wundervoll durch die Gegend tanzen und richtig viel Freude haben. Wir sind wieder zurück und ja, machen uns jetzt daran, unser wundervolles Reich, wie gesagt, weiter auszubauen. Wir haben ja im letzten Part quasi angefangen, möchte man so sagen. Wir haben also, ja, alles Mögliche gemacht. Und jetzt machen wir noch mehr. Was für eine wundervolle Einleitung. Ich bin richtig stolz auf mich. Die Dänen stehen im Weg rum und lassen mich hier nicht durch, obwohl ich einfach nur lang marschieren möchte. Na, wundervoll. In Griechen komme ich auch nicht dran vorbei. Ach, hier kommen wir lang. Doch, hier kommen wir gut durch. Okay. Die westlichste Grenze Dänemarks. Und da ist eine griechische Hoplit direkt davor. Das dürfte interessant werden, wenn da was passiert bei den beiden. Mal schauen. Ich schaue zu und reibe mir die Hände. Wir wollen die Zulu irgendwann mal platt machen. Bis dahin lassen wir uns Zeit. Hier drüben gründen wir demnächst noch eine neue Stadt. Hier so. Kriegen wir auch noch Glauben. Und wir sind auf dem Hügel. Kiew ist bankrott und wir hatten die Kontrolle über Singapur. Aha. Wieso denn das? Egal, sie bringen uns Zufriedenheit ein. Schade. Habt ihr eine Quest? Ihr habt eine Quest. Naturwunder sollen wir entdecken. Na, ihr seid ja überhaupt nicht fordernd oder so. Okay, hier ist Aarhus, da kommen wir nicht durch. Also würde ich mal sagen, marschieren wir hier nach Westen tatsächlich. Versuchen da links vorbeizukommen. Positionieren wir den Trupp mal in Barcelona. Und dann geht es weiter. Wir haben unsere Stadtverbindung zwischen Barcelona und Madrid bald fertiggestellt. Immerhin. Und eventuell haben wir in zwei Runden dann sogar unseren Artemis-Tempel fertig gebaut. Das wäre jedenfalls schon mal sehr schön. Aber ich habe da immer noch ein bisschen Angst. Ja, so ganz, ganz, ganz leicht. So, wir sind nicht mehr mit Singapur befreundet, was natürlich eine echte Schande ist. Aber wir gehen jetzt in die nächste Runde hinab und ich drücke uns die Daumen. Ich will überhaupt nichts von dir. Was quatschst du mich auf einmal an? Pfeife. Ja, okay. Wir haben ihn gekriegt, den Artemis-Tempel. Sehr schön. Und wir sind eines der schlechtesten Völker, was Produktion angeht. Na, wundervoll zu wissen. Gehen wir direkt mal auf die nächste Forschung. Wir haben ja jetzt unsere Philosophie abgeschlossen. Und ich würde mal sagen, dass wir jetzt mal in Richtung, ja, was machen wir denn jetzt als nächstes? Bildungswesen? Ja, forschen wir nebenbei die Mathematik und sowas. Sollte in Ordnung sein. Gehen wir ein bisschen auf Forschung. Und gehen gleichzeitig dann hier auf die Steinwerke in Madrid. Oder warte mal. Steinwerke bringen uns Marmor und Stein. Dafür bringen sie uns Produktion ein. Genau. Sehr schön. Ja, dann bauen wir die mal. Und schauen mal, ihr benötigt Befehle. Positioniert euch doch bitte mal auf diesem Hügel. Auf dem wir demnächst eine Stadt gründen wollen. Und verpiss dich. Ah, wir brauchen. Nein, warte mal, wir bauen die Steinwerke nicht. Wir brauchen Geld. Ich bin ein Idiot, wir brauchen sowas von Geld. Wir müssen jetzt hier in Madrid unbedingt eine Karawane bauen. Es duldet wirklich keinen Aufschub. Das ist jetzt mittlerweile wirklich relativ dringend geworden. Deswegen machen wir das auch direkt. Ja, du baust hier eine Plantage bitte hin. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Ich glaube, unsere Stadtverbindung sollte jetzt fertig sein. Oh Gott, wie diese Bibliothek hier, die wird niemals fertig. Ha. Schöne Scheiße. So, wann ist diese Straße endlich mal fertig? Jetzt. Na, wunderbar. Und wir machen durch den fertigen Bau der Straße erstmal Minus, was? Normalerweise macht man noch Geld, wenn man Straßenstädte verbunden hat miteinander. Ja, jetzt kommt das Geld. Okay. Sehr schön. Dann geht direkt rüber und fangt an, Gold abzubauen hier drüben. Na komm, nehmen wir deine Botschaft an, Alex. Ah, Athen ist also eine Hafenstadt. Sehr gut zu wissen. Ich hätte gehofft, dass es da unten ein bisschen weitergeht. Jetzt weiß ich nicht wirklich, wie sich der Kontinent erstreckt. Und wir können ein Pantheon gründen. Ich glaub's ja mal nicht. Oh Gott, ja, okay. Hey, Pantheon. Ich glaube, Kultur von Plantagen klingt gar nicht mal so schlecht. Hat tatsächlich wirklich was. Oder höhere Wachstumsrate? Eher nicht. Produktion würde mich auch interessieren, tatsächlich. Allerdings haben wir da nichts Ordentliches mehr.
Kultur von Dschungelgeländefeldern. Ja, das klingt auch sehr interessant, auch wenn ich nicht weiß, wie lange wir diese Dschungelgeländefelder behalten. Aber doch, zu späterer Zeit lohnen sie sich auf jeden Fall. Nahrung von Bananen, Zitronen und Weizen. Würden wir auf jeden Fall hier starke Vorteile haben. Sollten wir auf das Ding mit dem Dschungel gehen, aber dafür müssten wir wirklich wissen, dass wir hier drüben die Stadt gründen. Und das wäre dann auch neben der Stadt unsere einzige. Naja, und die Stadt hier auch noch. Dann ein paar Städte, die uns das was einbringen an Kultur. Können auf Wissenschaft gehen. Dschungel- oder Plantagenkultur? Ich glaube, wir gehen auf die Kultur. Es wären dann hier schon mal drei Plantagen alleine, ne? Und dann hätten wir hier noch eins, zwei Plantagen, hier noch eine Plantage, drei Plantagen. Aber dafür hätten wir ja hier unglaublich viel Dschungel, aber das wird auch sehr spät erst gebaut. Also würde ich eher sagen, die Kultur von Plantagen erhöhen. Machen wir das mal und du bleibst einfach hier stehen und bewachst diesen Ort, während du mir hier eine Mine baust. Die Firma dankt und 14 Runden noch bis zu unserer Bibliothek. Immerhin. Und der Typ will wieder eine Botschaft haben. Du gehst mir auf den Keks? Schakka. Du gehst mir richtig auf den Keks. Oh, ein fernes Land hat die Terrakotta-Armee gebaut und damit seine Armee verdoppelt. Welch schreckliche Schande. Ich weiß nicht, wie wir jetzt überleben sollen. Wir werden untergehen. Ich glaube, ich gebe einfach auf. Ja, das wäre das Beste. Ja, ich weiß eigentlich schon, dass wir im Süden auch sowieso nicht weiterkommen. So gesehen wird es noch lustig. Aber egal, wir sind mit Madrid gleich gewachsen. Wie sieht es eigentlich aus im internationalen Vergleich? 10, 8, 8, ja, keine Ahnung, wie es hier aussieht. Kommen wir auch nicht durch. Da müssten wir dann, ja, okay. Wir werden gekockblockt hier drüben und da oben kommen wir auch nicht weiter. Also bewegen wir unseren Trupp mal nach Madrid, würde ich sagen. Dann bleibt er da erstmal ein bisschen stehen und kostet uns keinen Unterhalt. Während wir von Madrid aus mit Kiew oder Rotterdam handeln, wahrscheinlich mit Rotterdam, weil uns das Forschung einbringt, werden wir gleich mal sehen. Apropos Kiew, hast du eigentlich eine Mission? Du möchtest einen großen Wissenschaftler oder Gold haben? Kann ich dir beides leider nicht wirklich liefern. Wir gehen jetzt auf die Steinwerke hier drüben auf jeden Fall und mit euch errichten wir eine Handelsroute mit Kiew. 4 Gold. Wow. So much Gold. Wow, blows my mind. Incredible. Oh mein Gott. Naja, ach du Scheiße. Ja, Kiew wird uns übrigens demnächst angreifen mit seinen 20.000 Katapulten. Das wird auch nochmal interessant. Nein, Quatsch. Kiew wollen wir. Also Stadtstaaten angreifen ist immer so eine Sache. Sollte man eigentlich eher nicht machen. Nur so im Notfall, wenn man halt überhaupt keine Ausbreitungsmöglichkeiten mehr hat, dann sollte man vielleicht Stadtstaaten angreifen. Ansonsten, oder wenn sie halt diese tollen Färbemittel und sowas haben und einen nicht mögen. Ansonsten würde ich sagen, Stadtstaaten erobern ist nicht so wirklich das Empfehlenswerteste überhaupt. Ja, doch, nee, eher nicht so. Zumindest meiner persönlichen Erfahrung nach, je mehr Stadtstaaten man. Ach komm, nehmen wir deine Botschaft an. Ich möchte wissen, wo du bist. Da unten bist du. Du möchtest uns Pferde geben und dafür Gewürze haben. Weil du auch kein Gold hast, ne? Bist unzufrieden, wa? Na egal, komm, die Gewürze. Die kann ich auch weggeben. So hart sehe ich das nicht. Gibt es eigentlich schon eine Religion? Ja, Edinburgh. Natürlich hat Edinburgh eine Religion gegründet. Oh, und ein goldenes Zeitalter bricht an. Sehr schön. Das bringt uns ordentlich Kohle ein. Und wir gehen hier auf das Eisen. Das bringt uns nämlich dann direkt Produktion hinterher. Hier möchte ich Nahrung abbauen. Sehr gut. Und unsere Steinwerke in Madrid sind auch gleich fertig. Ja, wir haben auf jeden Fall eine schöne Hauptstadt hier mit ordentlichem Wachstum, muss man schon mal sagen. Ich bin beeindruckt von den Zulu tatsächlich, denn sie schaffen es wirklich im Durchschnitt überall gleich viel Bevölkerung zu haben in jeder Stadt. Das ist nicht schlecht. Oh, hier könnten wir nochmal Geld durch Marmor und so bekommen, aber ich glaube nicht, dass wir das bräuchten. Gehen wir da doch lieber auf einen Kompositbogenschützen. Einfach mal ein bisschen Truppen vielleicht gar nicht mal. Nicht gebrauchen könnten. Ja,
Und hier rüsten wir die Bogenschützeneinheiten auf. Ja, warum nicht? Sehr schön. Wo wir hier auf einen Siedler hätten sparen sollen, vielleicht. Das hätte man auch machen können. Valletta möchte, dass Kiew schikaniert wird, aber das möchten wir nicht. Deswegen lassen wir das. Mich würde interessieren, wie es hier drüben aussieht. Wir sollten vielleicht mal ganz kurz auf den Kompass gehen, einfach damit wir unsere Einheiten besser wassern können. Das wäre eine Überlegung wert nach der Theologie. Wie sieht es gerade aus mit der Forschung? Gehen wir auf die Theologie jetzt. Dann gehen wir auf die Optik. Und dann aufs Bildungswesen bitte. Die Optik wäre jetzt wirklich ganz wichtig, dann können wir unsere Einheiten wassern. Ansonsten auf diesem Kontinent können wir nicht mehr bleiben, beziehungsweise uns gehen auch die Ausbreitungsmöglichkeiten aus irgendwann. Stonehenge ist fertig und Alexander hat das Mittelalter erreicht, aber wir sind in 9 Runden auch da. Und wir bauen jetzt eine Wassermühle hier in Barcelona und gehen dann direkt mal weiter. Parthenon von Wilhelm vollendet. Das ist mir so scheißegal. Ich habe meinen Artemis-Tempel und das ist das Einzige, was ich möchte. Fürs Erste zumindest. So, eine Kompositbogenschützeneinheit Freihaus. Und diese Einheit hier dürfte, glaube ich, unsere Einheit sein, die wir die ganze Zeit. Nein, das war die Einheit hier. Das ist unser ehemaliger Speer. Dann marschier du bitte zurück. Und wir bauen jetzt hier eine staatliche Hochschule in Madrid. Ja. So gehört sich das, hätte ich schon längst bauen sollen. Ich bin ein Idiot, dass ich die noch nicht gebaut habe. Ah, Schande über mich und Schande über meine Kuh. So. Ihr marschiert zurück nach Madrid, wie angekündigt, und ihr bleibt bitte mal hier stehen. Noch könnt ihr nicht wassern, aber sobald ihr das könnt, lasse ich euch direkt los. Was übrigens wichtig zu wissen ist, natürlich, wenn man Wassern erforscht, müssen die Einheiten, die außerhalb des Territoriums sind, in eigenes Territorium zurückkehren und können dann erst zu Wasser gelassen werden. Das ist wichtig, weil wenn man die ganze Zeit in der Gegend unterwegs ist mit seinen Leuten, dann passiert es mal, dass man das verpasst und dann denkt man so, hey, cool, den schicke ich jetzt auf die andere Seite und dann kommt man nicht weiter. Das ist schon kacke. So, okay, du beschützt das Ding hier. Du baust mir bitte Eisen ab. Dann sollten wir wirklich langsam. Ah, ich überlege gerade. Oh, oha. Burdika ist gegen Chaka und Harald Blauzahn zugleich im Krieg. Das wird interessant. Lenkt Chaka vielleicht vom Expandieren ab, was auch sonst praktisch wäre. Ich habe halt immer noch ein bisschen Angst um das Ding hier, aber der Berg Uluru wäre echt praktisch. Ich hoffe mal, dass ich noch vor Chaka ankomme da unten. Kiew ist mit Chaka verbündet oder? Nein. Egal, ich überlege gerade, ob wir die Produktion kurz auf den Siedler. Ne, es dauert 5 Runden. Wie viel kostet da nochmal 500? Schwierig. Dann schon eher in Barcelona. Dauert aber 10 Runden, das lohnt sich dann auch nicht. Bauen wir erstmal unsere staatliche Hochschule zu Ende, würde ich sagen. Und dann gehen wir auf den Siedler. Aber mir ist jetzt gerade wirklich wichtig, dass wir hier forschen. Nein, unser goldenes Zeitalter ist vorbei. Verdammt. Ah, das tut immer so weh. Ich hasse es. Goldene Zeitalter sind so toll. Es schmerzt wirklich, wenn sie vorbei sind. Ah, diese ganzen Trippelschritte hier im Nebel bereiten mir echt Sorgen, weil ich immer Angst habe, dass es ein Siedler ist, der unterwegs ist. Hey, die Theologie! Und damit sind wir im Mittelalter. Hallöchen auch. Und wir erforschen das Segen innerhalb einer Runde. Ja, geht relativ schnell. Wenn man früheste Technologie in wesentlich späterer Zeit macht. Und der Islam wurde gegründet. Okay, wer mag dann hier sein? Das Osmanische Reich? Marokko? Auf jeden Fall einer von den üblichen Verdächtigen, wie es aussieht. Mal schauen. Und unsere Wassermühle in Barcelona ist praktisch fertig. Das ist immer sehr gut. Bringt Produktion und deswegen gründe ich halt Städte echt ganz gerne an Flüssen. Wegen dieser Produktion durch die Wassermühle. Und ich glaube auch, die bringt ja sogar auch Nahrung, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber die Frage ist einfach, was bauen wir jetzt in Barcelona? Ich würde sagen, ein Kornspeicher auf jeden Fall. Und da gucken wir mal ganz kurz nochmal. Die Wassermühle bringt Nahrung und Produktion. Genau. Deswegen baue ich sie sehr gerne. Und deswegen sind Städte an Flüssen immer sehr, sehr, sehr praktisch.
So, 4 Runden noch bis zu unserem neuen Siedler. Ich bin mal gespannt, wie das hier mit Buerdika ausgeht. Die wird ja gerade eingekesselt von Shaka. Und Harald, meine Herren. Das wird nochmal interessant mit den beiden. Oder mit den dreien da. Wohlgenährt ist ein Völker. Okay, wir haben auch kaum Nahrung. Alter Schwede, 7,33. Was ist denn das? Die Zivilisation, die das hat, die hat auch sonst nichts, glaube ich. Und der Koloss wurde von Alexander vollendet. Na, super. Aber nicht in Rhodos, sondern in Athen. Der Koloss von Athen. Ach, klingt ja ekelhaft. Wer möchte denn sowas haben? Ich weiß auch nicht. So, das Fallenstellen haben wir auch erforscht. Ach ja, wir können ja segeln. Hey, aufs offene Meer. Endlich. Gott, habe ich total verpasst. Jetzt möchte ich wissen, was hier drüben ist. Ob das wirklich ein einsamer Felsen irgendwo im Nirgendwo ist oder ob wir da tatsächlich irgendwie Land finden oder so. Das wäre ja sehr praktisch. Dann müssten wir aber hier oben trotzdem eine Siedlung gründen. Auch wenn wir theoretisch hier unten einen Hafen bauen könnten. Aber dann müssten wir echt lange segeln. Also wenn wir hier unten einen Hafen bauen, ist die Siedlung hier oben trotzdem, glaube ich, mit unserer Hauptstadt verbunden. So eng sieht es das Spiel dann doch wieder nicht. Möchtest, dass ich da eine Plantage baue, aber ich baue lieber hier eine Plantage bei den Bananen. Das bringt schon ein bisschen mehr. Dann bauen wir hier nämlich in den Dschungel. Was man vielleicht erwähnen möchte, warum ich den Dschungel immer ganz gerne stehen lasse. Es hat folgenden Grund. Wenn man später Handelsposten baut, also wenn man eine Universität baut, bekommt man durch die Universität aus Dschungel Forschung. Das bedeutet, jedes Dschungelgeländefeld produziert automatisch Forschung. Wenn man dann auch noch einen Handelsposten in diesen Dschungel baut, der Handelsposten ist eines der wenigen Gebäude, die den Dschungel nicht entfernen. Wenn man dann auch noch einen Handelsposten dorthin baut, dann entfernt dieser, dann. Und dann bei Rationalismus, die Politik freischaltet, dass Handelsposten Wissenschaft einbringen, produziert man durch eine Stadt mit Universität und ganz, ganz viel Dschungel herum richtig schön viel Wissenschaft. Deswegen ist es tatsächlich so, dass wir in unseren Mehrspielerrunden häufiger das Problem hatten, wenn einer so eine Stadt sich sichern konnte, dann hatte er schon richtig großen Bonus dadurch, sich halt sichern können. Also es ist nicht zu unterschätzen, definitiv nicht. Darum möchte ich da auch so gerne drauf gehen, so diese ganzen Dschungeldinger zu sehen. Sie sind halt, also Dschungelstädte sind halt wirklich schwer aufzubauen. Also wenn man einen Staat im Dschungel hat, zum Beispiel als Azteken, die starten glaube ich immer im Dschungel, dann hat man es wirklich nicht leicht. Weil man halt ewig braucht, um überhaupt sich ausbreiten zu können, beziehungsweise die Geländefelder um einen herum abholzen zu können. Denn Dschungel braucht ja nicht die normale Steinmetzkunst, sondern Dschungel benötigt ja wirklich die Erforschung des Steinbruches. Warte mal, als Bergbau braucht man für Wälder, um Wälder abzuholzen, und Steinmetzkunst braucht man, um Dschungel abzuholzen. Das ist also richtig schön viel Forschung, die man damit quasi verschwendet. 75 Gold in einem, oh Gott, das ist ja ein Mini-Ding hier. Ha. Und direkt ein Barbarenlager vor uns, aber das war es wert. Ich bin mal gespannt, wie unsere Kompositbogenschützen sich jetzt hier drüben schlagen werden gegen die beiden garstigen Barbaren. Vielleicht sind da hinten noch mehr, wer weiß das schon. Niederlande hat den Protestantismus gegründet. Okay. Und wir haben ein weiteres Ding. Was haben wir nochmal gebaut? Ich weiß es nicht. Wir haben irgendwas gebaut. Okay, die Hagia Sophia könnten wir bauen für einen kostenlosen großen Propheten. 15 Runden. Ich glaube nicht, dass wir das rechtzeitig schaffen. Gucken, ob schon jemand anderes baut. Ihr baut sie auf jeden Fall nicht. Ihr baut sie auch nicht. Hier sehe ich sie auch nicht. Hier ist die große Bibliothek bei Alexander. Und hier sehe ich auch keine Hagia Sophia. Also keine der uns umgebenden Nationen auf jeden Fall baut gerade die Hagia Sophia. Alter Schwede, wie viel Wunder der schon hat. Ach, der werte Herr. Hat die Terrakotta-Armee gebaut? Ist das die Terrakotta-Armee? Ich bin mir nicht sicher. Bauen wir die Hagia Sophia. 15 Runden dauert es doch nur. Und er kriegt übrigens Glaube aus Steinbrüchen. Deswegen hat er auch so viel Glaube, der Kerl. Naja, okay. Greifen wir doch mal hier die ganzen Barbaren an, die da rumstehen und sich nicht trauen, uns anzugreifen. Was ich verstehen kann, denn unsere Truppen sind sehr, sehr mächtig.
Und die Karawane schicken wir auf eine Handelsroute gen Niederlande. So, und dann bauen wir hier mal eine Mine. Ich möchte ein bisschen mehr Produktion haben in der Provinz. Und jetzt Hagia Sophia ist fertig. Das wär's. Ah, das passiert mir so häufig. Aber das ist noch schön am Anfang, wenn man nur eine Runde verschwendet hat. Dann geht es ja sogar noch. Aber manchmal, Gott, schrecklich. Ja, irgendwie die Barbaren sind seltsam passiv hier drüben. Das überrascht mich dann doch schon ein wenig. So, wir sind auf unserem Hügel angekommen. Das heißt, hier wird gleich die nächste Stadt gegründet. Und dann hat sich das. Kaufen wir uns am besten noch direktes Eisen hier, damit der Stadtstaat nicht denkt, er könnte sich hier ausbreiten. Und dann haben wir hier eine ordentliche Position, über die wir dann auch später gegen die Zulu vorgehen können. Das werden wir auf jeden Fall von Süden angreifen und nicht über diese Landenge. Das wäre ziemlich dumm. Ja, gründen wir Sevilla. So. Und dem Stadtstaat haben wir hier gerade mal eben sein Geländefeld weggenommen. Und der Berg Uluru, der wird irgendwie noch so in unser Reich reinwachsen. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Bauen wir hier mal den Kornspeicher und kaufen direkt mal die Bibliothek. So, vernichten wir den ersten Barbarentrupp hier drüben. 12 Runden noch zur Hagia Sophia. Die wurde um eine Runde abgekürzt, weil wir gerade ein Wachstum hatten. Sehr schön. Und ich sehe gerade auf die Zeit, wir sollten die Folge langsam zu einem Ende bringen. Ja, läuft eigentlich ganz gut, ne? Also es ist ein relativ friedlicher Start. Ihr werdet dann später... Ach Gott, natürlich kommen die Barbaren auf einmal raus. Ihr werdet dann später noch sehen, das wird dann, wie gesagt, in späterer Zeit relativ aggressiv werden, wahrscheinlich. Der Krieg mit anderen. Mit Harry möchte ich nichts zu tun haben. Petra! Ja, nee. Vergiss es. Kein Interesse an Kriegen. Also ich möchte auf jeden Fall die Zulu auslöschen. Wahrscheinlich wird uns... Ja, ich würde nicht mehr in deiner Siedlung siedeln, weil ich deine ganze Siedlung erobere. genau, ungefähr so wird es laufen. Ich überlege, ob wir bis zu unseren Schießpulvereinheiten warten. Sollte eigentlich der beste Gedanke da sein. Und jetzt bauen wir hier drüben bitte schnell diese Mine. Produktion ist unglaublich wichtig. Aha, er kommt nicht mehr durch. Ah, sein Speer ist da oben gefangen. Ich liebe es, feindliche Einheiten zu fangen, bevor sie wassern können. Das ist super. Ah, viel Spaß da oben. Du wirst unser großartiges Wachstum mitverfolgen können. Okay, was können wir am Bach von Donner bauen? Guck mal hier, langsam kriegen wir Produktion. Ey, die hängenden Gärten sind immer noch nicht fertig, ne? Es schmerzt schon ein bisschen, dass wir die nicht bauen. Wenn ich jetzt anfange, dann wird irgendjemand anderes gebaut haben, das ist sicher. Was bauen wir hier in dieser Stadt? Das ist schwierig, wir können nämlich einiges tatsächlich erbauen. Ich glaube, ein Bautrupp für Sevilla wäre gar nicht mal so schlecht. Und du gehst wieder nach Kiew. Bin übrigens erstaunt, wir hatten ein einziges Barbarenlager. Und jetzt ist die Welt schon so aufgeteilt, dass wahrscheinlich maximal noch hier drüben Barbarenlager ist, aber hier kommen keine Barbaren auf uns zu. Hier oben ist halt noch eins, aber ansonsten sind echt nirgendwo Barbarenlager zu finden. So, dich unterstütze ich gern. Du wirst gerade angegriffen von allen anderen. Aber Edinburgh ist echt gut gelegen, ne? Mit diesem Berg hier sind sie ganz gut geschützt. Können also schwer angegriffen werden. Sehr gut. Sehr schön defensive Stadtposition. Jetzt braucht er schon wieder 7 Runden. Wir haben doch gerade eben erst angefangen, das Ding zu bauen. Da hat es 7 Runden gebraucht. Wieso braucht er jetzt schon wieder länger? The fuck? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Manchmal hat man so komische Produktionssprünge in seinen Städten. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Was übrigens auch anstrengend ist, was mir gerade auffällt, wir müssen echt mal auf unsere Zufriedenheit achten. Das dürfte böse ausgehen. Unsere Städte sind viel zu groß und unsere Zufriedenheit viel zu gering. Welch klugen Spruch ich doch gerade brachte hier. Deswegen schicke ich unseren Bautrupp tatsächlich nach oben, um das Silber schnell zu besorgen. Denn wir kriegen ja pro Bevölkerung, pro Bewohner bekommen wir ja eine weitere Unzufriedenheit quasi dazu.
Und dadurch, dass wir halt so ein schnelles Wachstum haben, was ich auch forciere, damit wir irgendwie einen Vorteil haben in der Forschung oder irgendwas, dadurch. Und es hat immer weniger an Geld, was wir haben. So, die öffentliche Verwaltung ist erforscht. Sehr schön. Wir gehen jetzt direkt auf das Bildungswesen. 10 Runden dafür noch. Gefällt mir. Eine scheiß Pferde können mir gestohlen bleiben. Die bringen sowieso nichts in diesem ganzen Dschungel hier. Ja, Pferde von Alexander beendet, Gewürze beendet, ist auch egal. Schauen wir uns mal um. Vielleicht möchte jemand anderes uns Vielen Dank. irgendwelchen Luxusressourcen geben. Ich könnte dir. Ihr Oh Lügner. ja. Sehr schön. Damit haben wir ein bisschen Zufriedenheit schon mal secured und machen jetzt hier die Barbaren weiter platt. Schönes Trainingslager, leider ist der Aufstieg durch Barbaren begrenzt. Ich glaube, wir haben bereits unser Maximallevel erreicht, was wir durch das Besiegen von Barbaren erreichen können mit einer Einheit. Schade. Aber hey, auf jeden Fall läuft es ganz gut hier oben. Und irgendjemand hat seinen Islam verbessert. Wow, das geht ganz schön ab da. Und Sevilla ist noch weiter gewachsen und wir machen das Barbarenlager nächste Runde platt. Es sei denn, kommt wieder eine weitere Einheit an, was stark zu befürchten ist. So, das ist allerdings erstmal egal, denn dieser Part wird an dieser Stelle jetzt beendet. Ich hoffe, er hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, meine Lieben, macht es gut und ciao, ciao.